Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Erstmal, ich habe neue Möglichkeiten in Berlin, Prenzlauer Berg, bald. Also wer da persönlich bei mir Termine wahrnehmen möchte für Einzel- oder Paar-Session, herzlich willkommen. Will das ein bisschen ausbauen in Berlin. Und weil ich glaube, es sind auch viele Fans von mir. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da uns auch mal persönlich sehen. Und Selbstliebe-Challenge geht bald wieder los, endlich die Basic. Und wir haben ja noch die schönen Dating-Kurse. Dazu heute auch mal wieder eine Frage. Also ich habe jetzt ganz neue Dating-Kurse. Ich hatte so einen ganz simplen Text-Baustein. Den habe ich auch noch mit drangehangt an meine Kurse. Die gibt es übrigens auf liebeschip.de, falls du mich noch nicht kennst. Und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt ganz neue extra, weil das eben ganz anders ist, für Männer und für Frauen unterschiedliche Themen gibt. Wegen dem Polaritätsthema haben wir die neu da drin. Also Nachricht von Breschnaskow, und er fragt, lieber Christian, vielen Dank, glaube ich, so Fragen oder sonstiges buchen könnt ihr auch über ein Formular auf liebeschip.de. Vielen Dank für deine hellenden Videos und Kurse. Anbei einen Fall und eine Frage, welche aus verschiedenen Perspektiven für manche deiner Zuschauer interessant sein könnte. Kurz zu mir und meinem Erlebnis. Ich bin in meinen 20ern und schwul. Freue mich auch immer über, jetzt kein extra Experte für homosexuelle Beziehungen, aber hatte ich natürlich auch in meiner Karriere als Paartherapeut reichlich, aber vor allen Dingen Frauen, aber und die Bindungsthemen wirken da genauso. Ist, natürlich ist es vielleicht eine andere Datingkultur, aber letzten Endes, ja. Anfang Sommer habe ich jemanden auf Tinder, Online-Dating. Ich habe jetzt auch gerade vom Bekannten gehört, der auch schwul ist, der immer auf Tinder, und jetzt hat er endlich eine vernünftige Beziehung. Und wo hat er denn kennengelernt? Im echten Leben. Ja, aber gut. Warum das so schwierig ist online, auch das in dem Datingkurs. So, und die sind dann ohne Gehetze sehr entspannt getroffen. Wir verstanden uns sehr gut, haben viel gemeinsam gelacht und kam uns auch ein paar Mal körperlich näher. Also gemeint ist hier sehr enges Beieinandersitzen. Beim fünften Date. So, was sage ich immer? Derjenige, der sich da in der männlichen Polarität sieht, und ich vermute mal, dass du das bist hier, sollte einen Kuss initiieren. Ich sage immer nach dem ersten Date. Ist meine Erfahrung. Ich weiß, dafür werde ich immer geprügelt. Im ersten Date. Meine Erfahrung ist das völlig durchgehend, wenn das nicht klappt. Also nicht klappt, wenn Chemie da ist und man hat so ein gutes Gefühl, man sollte es natürlich nicht, dass dann nur Mucks rauskommt. Aber klar, man kann es meinetwegen auch das zweite oder das dritte sein, aber das fünfte Date hätte ich schon längst abgehakt. Oder es probiert und dann abgehakt halt so, ne? Ist, ja. So. Also beim fünften Date sprachen wir über einen gemeinsamen Ausflug mit Übernachtung im nachfolgenden Monat. Es schien also recht gut zu laufen. Nee, da kannst du nichts von sagen, deswegen mach den Kusstest. Das ist da muss jemand die Karten aufdecken. Entweder, weiß nicht, wie das ist, bei Schwulen wahrscheinlich genauso, dann dreht man halt den Kopf weg, weiß man, kriegt keinen Kuss, werde ich aus die Maus, Handy nehmen, Nummer löschen, abhaken, in Liebe gehen lassen, next. Also zumindest auf dem fünften Date würde ich das empfehlen. Trotzdem kam es in der ganzen Zeit bis zum sechsten Date zu keinem Kuss. Ja, das ist der Punkt. Und keinem Sex, ja. Wir konnten uns jeweils nur einmal die Woche sehen. Ja, das ist wunderbar. Da ich vorübergehend an einem anderen Ort übernachtet hatte, nach dem sechsten Date schrieb er dann plötzlich aus dem Nichts, dass er sich eher weniger etwas Ernsthaftes mit mir vorstellen konnte. Wir uns gern freundschaftlich weiter treffen können. Das sage ich immer wieder, keine Freundschaften eingehen und sagen, nee, alles klar, danke, ich brauche keine Freunde. Wir sind ja auf einer Dating-Plattform, danke, wünsche dir alles Gute, ich suche auch weiter. Ich empfehle auch deswegen, das früher mal zu machen, weil das wirkt
Außer männlichen Polarität, also auch bei Frauen ist es auch so, wenn der Mann dann nie einen Move macht, dann verlieren die auch das Interesse und dann kommt der Mann automatisch in die Freundschaftsschublade. So, aber das heißt natürlich, ach Gott, ich will jetzt auch nicht in die Details angehen, guck den Datingkurs rein, fertig. So, als ich mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, meinte sie, dass es ja wohl kein Wunder sei, wenn wir ab dem sechsten Date immer noch nicht richtig körperlich wurden. Meine Worte. So habe ich ihn darauf angesprochen, er meinte, dass es sicher auch ein Grund für seine Entscheidung war. Schlussendlich habe ich dann noch eine längere Sprachnachricht. Nein, Feierabend, Ende Gelände, aus die Maus, Schluss mit lustig, Nummer löschen, next, weiter. Nicht nochmal. Nicht wieder, wieso, wieso hast du mich jetzt abgelehnt, wieso willst du mich nicht, was soll er denn da sagen? Er fühlt es einfach nicht, wie man heute immer so sagt, ich fühle es nicht. Er fühlt es nicht. Fertig. Ich weiß, das Ego ist immer gekränkt, aber ja. Weiter, mach weiter. Der nächste passt vielleicht. Das Ego ist dann immer gekränkt und will es irgendwie klären, aber es gibt nichts zu klären. Da gibt es nichts zu klären. So, schlussendlich habe ich mir eine längere Sprachnachricht mit einer Bitte um ein klärendes Gespräch. Ach, das ist klar. Und eine klare Kommunikation geschickt, welche er sich dann aber gar nicht mehr anhörte. Ja, es ist ein gutes Recht. Aus Sicht vom Thema Bindungsangst. Da ich Psychologie studiere, kann man mir auch schnell der Gedanke auf von Bindungsangst. Vielleicht hat er ja Angst vor der geplanten Nähe. Ich fand es verwirrend, da dieser Ausflug ja eben ein Vorschlag von seiner Seite aus war. Ja, vielleicht war es freundschaftlich gemeint oder ich. Also auf Tinder findet man jede Art von Irrsinn. Also da zu versuchen, warum jemand, der irgendwas gesagt hat und wie er das gemeint hat, das ist, als wenn du irgendwie eine Aus, weiß nicht, von Außerirdischen versuchst, eine Sprache zu verstehen. Das kann man nicht verstehen. Man kann es nicht verstehen. Also, ich war ja früher auch mal auf Tinder, habe auch solche Sachen erlebt, wo, weiß ich nicht, jemand vor Begeisterung in Ohnmacht gefallen ist nach dem ersten Date und alle 50 Telefonnummern von einem haben wollte und Stunde später, ja, ich fühl's nicht so, keine Ahnung. Es ist Irrsinn. Es ist einfach Irrsinn. Und, aber wenn man versucht, aus Irrsinn Sinn zu machen, tja. So, aber ihr könnt es gerne immer wieder probieren auf Tinder. Also, ich kenne auch Leute, die sich gefunden haben auf Tinder. Also, aber wir reden ja von Wahrscheinlichkeiten und auch da in meinem Datingkurs, warum ich da grundsätzliches Problem mit habe. So, und die Absage kam eine Woche darauf. Wie du aber in deinen Videos schon erwähnt hast, sollte mangelndes Interesse nicht als Bindungsangst interpretiert werden. Genau. Wie kann man denn nun genau herausfinden, ob die andere Person bindungsängstlich ist oder einfach zu wenig Interesse für einen entwickelt hat? Aus der Sicht vom Thema Polarität, ich habe unter anderem auch in deinen Kurs zu Dating-Strategien angeschaut. Ja, das ist ja nur, das heißt nur, es ist ja quasi ein längerer Text. Also guck mal in den neuen rein. Da ist alles drin. Dort steht, dass in fast allen Fällen die Person mit der männlichen Polarität den ersten Kuss initiieren sollte. Ja. Genau. Also klar, es ist schön, wenn dann die Frau zuerst küsst, aber wie gesagt, warum macht sie das? Weil es der Mann in der Regel nicht gemacht hat. Und warum das, aber das können wir ja nicht alles aufdröseln, warum das in sich ein Problem ist. Auch das im Kurs. Beziehungsweise in beiden Kursen. So. Wie verhält sich das bei homosexuellen Paaren? Also ich will jetzt niemanden antriggern und nichts politisch Falsches sagen, also verzeiht mir. Aber so wie ich das sehe, ist bei in homosexuellen Beziehungen ist genauso einer in der weiblichen, einer in der männlichen Polarität. Also ihr könnt auch sagen, in der grünen und in der roten Polarität, wenn es einem besser passt, weil es braucht es für sexuelle Anziehung. Ich könnte mir vorstellen, dass ich war, also da könnten mir die schwule Zuschauer auch gerne mal drunter kommentieren, dass es das auch durchaus mal wechselt zwischen den Beziehungen, dass man, weil wir haben ja beides in uns. Und dass man vielleicht mal mehr in der und manchmal mehr in der Polarität ist. Also du benimmst dich ja wie jemand, der eigentlich in der männlichen Polarität gehört, auf jeden Fall. Und das ist auch jetzt nichts falsch. Also das bei Frauen, denke ich, ist auch so. Und weil das, wir sagen so männliche, weibliche Polarität, aber auch ein Mann kann dominant in der weiblichen Polarität sein und eine Frau dominant in der männlichen Polarität. Oder mal, also man kann beides aus sich abrufen. Ich kann auch auf der Arbeit, brauche ich vielleicht eher die männliche Polarität. Also haltet euch nicht so fest an diesen Begriffen, aber ja, da muss man mal gucken, in welcher Polarität bin ich so üblicherweise. Und das sage ich auch in meinen
Datingkursen, dass unter Umständen ja, kann der eine oder andere Kurs für einen richtig sein, ne, bei homosexuellen Beziehungen. Ist es eine Eigenschaft, welche gleich bleibt, oder entscheidet man sich bei jeder neuen Bekanntschaft, welche Polarität man einnehmen möchte? Ja, könnte mir bei schwulen Beziehungen beides vorstellen, dass es Leute gibt, die das immer wieder neu sich da reinfinden, aber auch welche, die immer in der Polarität daten oder in jener so. So, sollte ich die männliche Polarität annehmen, wenn man gegenüber die weibliche Polarität darstellt? Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, dass so eine klare Rollenaufteilung das Dating allgemein viel einfacher macht. Das ist die Idee. Manchmal hatte ich bei meinem oben erwähnten Erlebnis das Gefühl, dass wir beide einfach auf den anderen gewartet hatten, bis dieser den ersten Schritt machte. Zudem denkst du, ich sollte ihn in ein paar Monaten nein, nein, was auch immer jetzt kommt, nein, nochmals anschreiben und das Ganze aktive angehen. Nein. Daran kann ich sehen, dass du meinen Kurs nicht hast. Und dann vielen Dank für die Frage und vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden uns bald wiedersehen.